Das Thema heute sind Gedanken zur Außenpolitik der DDR und der BRD und zu den äußeren Bedingungen für den Weg zur deutschen Einheit. Der Umbruch in der DDR und die deutsche Vereinigung sind 2019 und 2020 30 Jahre her. In dieser Zeit sind etwa 6.500 Bücher über die DDR und die SED, das war die Sozialistische Staatspartei in der DDR, erschienen. Allerdings sind sie in großer Zahl eher Ausdruck von Geschichtspolitik und Geschichtsideologie als von ernsthafter Geschichtsforschung. Dazu gab es Anfang der 1990er Jahre einen regierungsoffiziellen Auftrag, den Klaus Kinkel, FDP, damals Justizminister der Bundesrepublik bzw. des Vereinten Deutschlands, Anfang der 1990er Jahre formuliert hatte. Dieses System, gemeint ist das der DDR, gilt es jetzt zu delegitimieren. Da mussten alle zusammenwirken. Jetzt wieder wörtlich Kinkel, die Historiker haben ihre Aufgabe, die Politiker haben eine, aber eben auch die Justiz. Zitat zu Ende. Dem sind nicht nur die Gerichte, sondern auch die bundesrepublikanischen Historiker und ihre gesamtdeutschen Zöglinge in den vergangenen Jahrzehnten gehorsamst gefolgt. Die Folge ist, dass die Mainstream-Geschichtsdeutung in aller Regel die Geschichte der Bundesrepublik von ihrem Anfang und die DDR von ihrem Ende her erzählt. Das nicht zuletzt zu dem Zweck, die DDR bzw. den Staatssozialismus aus dem Kontinuum der Geschichte herauszulösen. Tatsächlich gilt es, die deutsche Geschichte ab dem 8. Mai 1945, dem Tag der Befreiung vom Faschismus, auch des deutschen Volkes, von ihren Anfängen her und von den Gründen her zu erzählen. Die Entwicklungen nach 1945 fußten zunächst auf der Befreiung und waren nicht auf Zweistaatlichkeit, sondern auf ein anderes Gesamtdeutschland ausgerichtet. Dabei leisteten die USA, wie der Historiker Rolf Bartstübner jüngst betonte, den Hauptbeitrag zur Erarbeitung eines alliierten Deutschlandkonzeptes, woran auch vom Marxismus herkommende Intellektuelle aus den USA wie Franz Neumann, Otto Kirchheimer und Herbert Marcuse beteiligt waren. Es sollten nicht nur Nazis und Militaristen, sondern auch die Funktionseliten und bestimmte Klassenkräfte in Deutschland, darunter Junker und Großindustrielle, ins Visier genommen werden. Dieses amerikanisch beeinflusste Deutschlandskonzept kam sowjetischen Sichtweisen auf den Faschismus nahe, weshalb Stalin kein Problem damit hatte, sich hier einzupassen. Insofern funktionierte die Vier-Mächte-Verwaltung Deutschlands einigermaßen gut und besser als zuvor angenommen, von der bedingungslosen Kapitulation bis zur Moskauer Außenministerkonferenz der vier Siegermächte im Februar 1947. Zum Bruch kam es mit der Truman-Doktrin der USA vom März 1947, öffentlichen Diskussionen in den USA über einen Präventivkrieg gegen die Sowjetunion und der innenpolitischen Antikommunismus-Hysterie der McCarthy-Ära in den USA. Auf der anderen Seite stand Stalins brachiale Ostblockpolitik mit Kampf gegen Titoismus, Agenten, Kosmopolitismus, Sozialdemokratismus, alles dies Schlagworte aus jener Zeit. Im Westen Deutschlands setzten die USA nun auf das alte, effektive und funktionierende Deutschland mit den erfahrenen, antikommunistisch bewährten Eliten. Nachdem die Chance 1947 vertan war, folgte die nicht kompatible Zweistaatlichkeit. Die Mehrheit der Deutschen hielt jedoch die Zoneneinteilung zunächst für eine vorübergehende Folge von Faschismus und Krieg. Der Verlust gesamtstaatlicher und nationaler politischer Strukturen hatte jedoch zur Folge, dass es die deutschen politischen Kräfte nicht vermochten, über parteipolitische Schranken hinweg nationale Minimalforderungen zu formulieren und den Anspruch auf eine zentrale deutsche Verwaltung und einen Friedensvertrag gemeinsam geltend zu machen. Seit Anbeginn befanden sich beide deutsche Staaten in einer Konkurrenz- und Wettbewerbssituation. Sie verstanden sich zunächst als Provisorien, die zu gegebener Zeit um den konkurrierenden Teilstaat zu ergänzen waren. Jede Seite sah sich als Kernstaat einer erwarteten deutschen Einheit.
daran knüpfte die Bundesrepublik ihren Alleinvertretungsanspruch und die DDR Vorstellungen von einer historischen Mission, die das Land habe. Beide politischen Orientierungen gingen stets von der Überlegenheit des eigenen Systems aus. In diesem ungleichen Wettbewerb kam die DDR immer mehr an die Grenzen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die Einbindung in feindliche Machtblöcke in den 1950er Jahren machte die beiden deutschen Staaten zum wahrscheinlichen Schlachtfeld eines verheerenden Dritten Weltkrieges. Das zwang jedoch zu erhöhter gegenseitiger Aufmerksamkeit, als in den 1980er Jahren eine neue Runde der Raketenrüstung zu einer existenziellen Bedrohung wurde, sorgten beide deutsche Staaten dafür, dass der Gesprächsfaden zwischen Ost und West nicht abriss, obwohl sie dabei zeitweilig in einen Interessenkonflikt mit ihren jeweiligen hegemonialen Mächten gerieten. Die bevorzugte westliche Sichtweise auf die DDR ist, sie als willkürliches Konstrukt und Ergebnis rein ideologischer Erwägungen und Implantat einer fremden Macht zu denunzieren. Zur mehr oder weniger offiziellen Geschichtsdarstellung im heutigen Deutschland gehört demzufolge, dass die BRD das eigentliche und die DDR das gleichsam uneigentliche Deutschland durch sowjetische Besetzung war, eine Irredenta durch deutsche Vereinigung zu erlösen. Das war die Position, die im Parlamentarischen Rat, in dem 1948 die Grundsatzdebatte zur Entwicklung des Grundgesetzes der Bundesrepublik geführt wurde, bezogen wurde, nicht einen Weststaat zu gründen, sondern die BRD als Rumpfdeutschland mit dem Anspruch, Gesamtdeutschland zu repräsentieren, wie es damals der SPD-Politiker Carlo Schmitt formulierte. Tatsächlich war die Spaltung Deutschlands Teil der deutschen Geschichte, folgerichtiges Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und des Untergangs des Hitlerreiches. Die Besatzungsmächte haben in ihrem jeweiligen Besatzungsbereich jene politischen Kräfte präferiert, die ihnen politisch am nächsten stand. Die tatsächliche Entwicklung in Deutschland nach 1945 war das Ergebnis des Wirkens der Siegermächte und der verschiedenen deutschen politischen Kräfte. Insofern ist die Entstehung und Geschichte der DDR Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte und daher Folge des verbrecherischen Eroberungskrieges, den Deutschland unter Führung Hitlers begonnen und verloren hatte. In Deutschland hatten Ende der 1980er Jahre viele eine staatliche Vereinigung aus den Augen verloren. So ging der sehr kluge westdeutsche Journalist und Historiker Sebastian Haffner in seinem letzten Werk, Manuskriptabschluss war 1987, davon aus, dass die Zweistaatlichkeit auf Dauer gestellt sei und die endgültige Antwort auf die deutsche Frage war. Zu jener Zeit rechnete auch die BRD-Regierung nicht mehr wirklich mit der deutschen Einheit, sondern sie wollte nur noch die Fassade ihrer deklarativen Politik aufrechterhalten. So hieß es in einer geheimen Information des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR an einen engen Kreis der DDR-Führung vom November 1987 über eine Rede von Wolfgang Schäuble, der damals Chef des Kanzleramtes von Helmut Kohl war, Zitat Schäuble, also Zitat des Berichtes über Schäuble, er geht davon aus, dass die Überwindung der Teilung Deutschlands als Bestandteil der europäischen Teilung auf absehbare Zeit nicht auf der Tagesordnung stehe. Der fortbestehende ideologische Konflikt zwischen Ost und West müsse die BRD veranlassen, unverbrüchlich im Lager der Freiheit eines westlichen Europas zu verbleiben. Daher halte sie auch an der Präambel des Grundgesetzes fest, dass eine Lösung der deutschen Frage nur durch Einheit und Freiheit möglich sei. Das aber sei heute und in nächster Zukunft nicht realisierbar. Die Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 gehörte wie die Errichtung der volksdemokratischen Staatswesen im Osten Europas und die Gründung der Volksrepublik China 1949 zur zweiten großen Welle der Entstehung der sozialistischen Welt. Das war für die DDR mit drei historischen Problemen belastet.
Erstens war die Sowjetunion unter Stalin bestrebt, territorial die Größe Russlands wiederherzustellen, die durch den Ersten Weltkrieg und die Revolution 1917 verlorenen Gebiete möglichst zurückzuerobern. Deswegen hatte die Sowjetunion in den Verhandlungen mit den USA und Großbritannien über die Nachkriegsordnung alles getan, um die in den Vereinbarungen mit Deutschland 1939 erreichten Gebietszuwächse zu erhalten. Das hatte zur Folge, dass Polen seine alten Ostgebiete verloren hatte und durch ehemals deutsche Gebiete entschädigt wurde. Das Ergebnis war die Oder-Neiße-Grenze zwischen Polen und Deutschland, die in Potsdam 1945 zunächst als provisorisch festgehalten wurde. 1950 wurde sie von der DDR als verbindlich anerkannt, 20 Jahre später, 1970 bzw. 72 auch von der BRD und vom Vereinigten Deutschland, nochmals 1990 und 1992. Die in den östlich davon gelegenen Gebieten beheimatete deutsche Bevölkerung wurde nach Deutschland westlich der Oder-Neiße-Grenze umgesiedelt. Das hatte zur Folge, dass die DDR auf das Gebiet zwischen Oder und Neiße und Elbe begrenzt war. Damit hatte sie 1949 bei ihrer Gründung 18,3 Millionen Einwohner, die Bundesrepublik dagegen bei ihrer Gründung etwa 50 Millionen Einwohner. Zweitens war die deutschlandpolitische Konzeption der Sowjetunion im Kern darauf gerichtet, eine gesamtdeutsche politische Lösung zu erreichen. Das heißt, nicht einen westdeutschen und einen ostdeutschen Staat zu gründen, sondern ein vereintes Deutschland, das neutral und bündnispolitisch unabhängig sein sollte. Dabei ging Stalin durchaus davon aus, dass dieses Deutschland kapitalistisch und politisch als bürgerliche Republik wie die Weimarer Republik von 1919 bis 1933 verfasst sein sollte. Insofern war bereits mit der Gründung der BRD 1949 auf Betreiben der USA und Großbritanniens das ursprüngliche strategische Konzept der Sowjetunion gescheitert. Die Gründung der DDR war sozusagen die zweite Wahl, die ungewollte Ausweichvariante, die in Moskau erst im September 1949 beschlossen war. Mit der Stalin-Note von 1952 war nochmals der Versuch unternommen worden, zeitnah einen Friedensvertrag und ein vereintes Deutschland zu erreichen. Dafür war die Sowjetunion bereit, die sozialistische Entwicklung der DDR zur Disposition zu stellen und auch die Grenzen nochmals zu verhandeln. Das wurde von westlicher Seite abgelehnt. Damit war die deutsche Zweistaatlichkeit zementiert. Im Jahre 1961 war mit dem Bau der Berliner Mauer klar, dass der Sozialismus in der DDR bei offenen Grenzen nicht funktionieren konnte. Drittens kam hinzu, dass die UdSSR sich jahrelang nicht schlüssig war, was sie mit ihrer Besatzungszone eigentlich anfangen wollte. Zunächst war diese Grundlage für Reparationen und Demontagen von Industrieanlagen. In Jalta und Potsdam hatten die Siegermächte beschlossen, dass die Reparationen vornehmlich in Sach- und Arbeitsleistungen erbracht werden sollten, aber auch in Gestalt von Demontagen. Die Forderungen der UdSSR waren mit 10 Milliarden Dollar in Preisen von 1933 in Ansatz gebracht worden, was etwa 10% des auf ihrem Territorium durch die Deutschen angerichteten Schadens entsprach. Zugleich verpflichtete sich die Sowjetunion, 15% ihres Reparationsanteils an Polen abzutreten. Die deutschen Kommunisten hatten bereits im Februar 1946 gebeten, die Demontagen einzustellen. Das erfolgte nicht. Die DDR wurde von der Sowjetunion und von Polen mit Wirkung vom 1. Januar 1954 von weiteren Reparationszahlungen befreit. Während die Sowjetunion bis dahin stets entnommen hatte, hatten die USA seit 1948, also praktisch seit Beginn des Kalten Krieges und der Einordnung der Bundesrepublik in die westliche Konstellation des Kalten Krieges, mit dem Marshallplan Geld und Kapital nach Westdeutschland transferiert. Während also in der Propaganda die DDR den Systemwettbewerb mit der BRD führen sollte, hatten die USA ihren deutschen Staat gut darauf konditioniert und die Sowjetunion die wirtschaftlichen Grundlagen ihres deutschen Staates im Grunde bis 1953 geschmälert. Nach einer Schätzung aus dem Jahre 1989 leisteten die sowjetisch besetzte Zone und die DDR
Reparationen von insgesamt 99,1 Milliarden D-Mark in Preisen von 1953 und die Bundesrepublik in Höhe von 2,1 Milliarden. Auch in diesem Sinne hatte die DDR gegenüber der Bundesrepublik, die bereits in den 1950er Jahren wieder Akkumulationszentrum Westeuropas wurde, im Grunde nie eine Chance, in Sachen Wirtschaft und Wohlstand konkurrenzfähig zu sein. Mit dem Ende der Blockkonfrontation rückte die deutsche Frage historisch wieder auf die Tagesordnung. Sie hatte stets zwei Gesichter. Für die Deutschen war es die Frage nach der deutschen Einheit, für die anderen Europäer die Gefahr, die von einem mächtigen Deutschland ausging. Der Kompromiss des Jahres 1990 sollte die Gegensätze auf ein für alle erträgliches Maß mildern. Er hatte zwei Grundelemente, die fortdauernde Einbindung Deutschlands in die NATO und den 2+4-Vertrag. Bereits Anfang des Jahres 1990 bestanden die USA auf dem Fortbestehen der NATO, und zwar in den drei Hauptfunktionen, die sie seit ihrer Gründung hatte: die USA in Europa drin zu halten, die Russen draußen und die Deutschen unter Kontrolle. Am 9. Februar 1990 holte US-Außenminister James Baker in Moskau die sowjetische Zustimmung zur NATO-Mitgliedschaft ein. Die Konstruktion des 2+4-Vertrags folgte dem. Er stellte in Verbindung mit der Einbindung Deutschlands in die Europäische Union und die NATO eine geschickte Lösung dar, um unter Voraussetzung einer sich abzeichnenden Überlegenheit des Westens und eines Zusammenbruchs des sowjetischen Machtbereichs eine solche Lösung zu konstituieren. Dass der am Ende dieser Zusammenbruch des sowjetischen Machtbereichs, dass der am Ende auch zum Zerfall der Sowjetunion führen würde, war natürlich im Jahre 1990 noch nicht abzusehen. Allerdings hatten Strategen in Washington entgegen der von Baker in Moskau gemachten Zusage, die NATO nicht über die Oder hinaus zu erweitern, die Vorstellung, die Grenzen der NATO und auch der EU durchaus weiter in Richtung Osten vorzuschieben. Der 2+4-Vertrag ist kein erledigter historischer Rahmen, wie manche Politiker und Zeitgeschichtler heute meinen, sondern weiterhin geltendes Völkerrecht. Im Artikel 1 wurden die Außengrenzen Deutschlands als mit den Außengrenzen der DDR und der Bundesrepublik Deutschlands identisch festgelegt und Deutschland aufgegeben, die Grenze mit Polen in einem völkerrechtlichen Vertrag zu bestätigen. Deutschland erklärte, keinerlei Gebietsansprüche zu haben und solche auch in Zukunft nicht zu erheben. Im Artikel 3 bekräftigten die Regierungen der BRD und der DDR den Verzicht auf die Herstellung und den Besitz von und die Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen und erklärten, dass auch das Vereinigte Deutschland sich an diese Verpflichtung halten werde. Frankreich, Großbritannien, die USA und die Sowjetunion erklärten im Artikel 7 demzufolge die Beendigung ihrer Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes, so die offizielle völkerrechtliche Formulierung, mit der Folge, jetzt wieder der Vertrag, das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten. Damit waren die deutschen Angelegenheiten, wie sie Teil des Kalten Krieges und der internationalen Auseinandersetzung seit 1945 waren, in der Sache abschließend geregelt. 30 Jahre später ist Deutschland wieder Zentralmacht Europas, dominiert die Europäische Union und wurde zu einer geoökonomischen Macht mit globalen Interessen. In der Mitte Europas erstand das Vereinigte Deutschland neu, als habe es den Kalten Krieg gewonnen. Die deutsche Außenpolitik wurde schrittweise verselbstständigt. Grundsatz bundesdeutscher Außenpolitik bereits der Westdeutschen vor 1989 war es, Alleingänge zu vermeiden und stets im Bündnis bzw. im Rahmen internationaler Organisationen zu handeln, sei es die Europäische Union, die NATO oder auch die UNO. Kam es zu einer Differenz in der Positionierung der USA oder Frankreichs, entschied sich die bundesdeutsche Außenpolitik dann für eine der beiden Positionen. So verweigerte die Schröder-Regierung 2003 die Teilnahme Deutschlands am Irakkrieg der USA
sah sich dabei aber in demonstrativer Übereinstimmung mit Frankreich. Die deutsche Enthaltung im UNO-Sicherheitsrat zur Resolution 1973 vom 17. März 2011, die den Krieg westlicher Länder in Libyen öffnete, die den Weg zum Krieg westlicher Länder in Libyen öffnete, war der erste Fall, dass Deutschland nicht mit den USA, Frankreich und Großbritannien, wohl aber mit China, Russland, Indien und Brasilien stimmte, den aufstrebenden Mächten des 21. Jahrhunderts. Auch wenn transatlantisch orientierte Politiker und Journalisten dies bis heute als Sündenfall interpretieren, es war das Signal, dass deutsche Interessenwahrnehmung in der internationalen Politik keine abgeleitete Funktion von Bündnisverpflichtungen mehr ist, die andere definieren. Die deutsche Hegemonie heute beruht auf einer gesunkenen Bedeutung des Militärischen. Sie ist politisch und beruht auf der wirtschaftlichen Macht. Das hat die deutsche Politik im Falle der griechischen Schulden allen vor Augen geführt. Dagegen gelang es nicht, den deutschen Alleingang in der Flüchtlingsfrage 2015, der weder den geltenden EU-Verträgen noch den Verabredungen im Europäischen Rat entsprach, europapolitisch umzusetzen, da die regierenden Nationalisten in Ungarn, Polen und anderen EU-Ländern ihre abweisende Haltung auf ihre ideologische und politische Macht im Innern stützen konnten, während ein ökonomisch-politisches Druckpotenzial von deutscher Seite nicht aufgebaut werden konnte. Die Corona-Pandemie jetzt hat nicht nur Millionen Infizierter und Tausender Toter zur Folge, sondern auch eine tiefe Wirtschaftskrise. Der strategische Gipfel der Europäischen Union im Juli 2020 hatte die Aufgabe, die Weichen nach dem Corona-Einbruch und für den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union für 2021 bis 2027 zu stellen. Davon sind etwa 1.000 Milliarden für den normalen Haushalt der Europäischen Union und 750 Milliarden Euro zu Hilfen für die anderen Länder zur Bewältigung der Folgen von Corona, darunter 390 Milliarden als unmittelbare Hilfen an die EU-Länder durch die EU-Kommission. Deutschland hat derzeit die EU-Präsidentschaft inne. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich schon vor dem Gipfel von der Ablehnung von Eurobonds verabschiedet und zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron dieses 750 Milliarden Euro Paket geschnürt. Tatsächlich reproduzieren sich mit der Corona-Krise aber die Ungleichgewichte innerhalb der Europäischen Union. Deutschland bleibt das wirtschaftliche Kraftzentrum. So dient dieses 750 Milliarden Euro Programm auch dazu, die Europäische Union parallel zu China und schneller als die USA aus den Untiefen der Corona-Krise herauszuholen und die anderen EU-Länder gegenüber Deutschland solvent zu halten. Die EU ist das unverzichtbare Hinterland der deutschen Position in der Welt. So viel. Ich bedanke mich.